Schon krass aus. Schreib mich nochmal, ey. Willkommen. Winters. Du hast Donner und Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen. Und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Nein, bestimmt nicht. Das ist keine Falle. Sag mal, liegen hier Panzer? Okay. Oh, was willst du hier? So, willkommen bei Fallout 4. Hier wartet eine Power-Rüstung. Aha. Oh Mann. Ich auf Modul-Keller stehe, ey. Gott. Ich will das Buch gar nicht abnehmen. Was ist das? Mia? Wahrheit tut weh, hm? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich, ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. Das war jetzt vorhersehbar. So, willkommen bei The Evil Within. Ja, oh, genau, ey. Oh shit, ey. Was bist du denn? Was ist das denn? Genau! Was ist das denn, Alter? Transformers! So, wir rennen mal ganz kurz. Und bevor wir hier weitermachen. Nein, bevor wir hier weitermachen. Ausrüsten. Welche Richtung? Geht doch. Kann ich jetzt eigentlich einfach hier mal so. Sackgasse! So, wir müssen einfach was abhauen, ne? Ich glaube auch. Oh, nee, oh. Tetanus-Impfung, bitte. Was war das für ein Ding? Ich glaube nicht, dass wir hier sicher sind. Nee, jetzt. Okay. Auf geht's. Nach oben.
Nee, komm, für euch Jungs. Alter, wie sehen die denn aus? Dieser Greifarm. Schon gerade gedacht, dass der mich hier gleich Kuschelt hier rauszieht, ne? So, öffnen! Okay. Okay. So scheint wohl das Seewerk eher so ein bisschen so, sag mal, technisch veränderte Gegner auf uns zu scheuchen. Der Heisenberg war ein kleiner Tüftler. Ach du Scheiße, Alter. Ich muss zurück nach oben. Oh, was ist denn das, ey? Aus der Fabrik entkommen, jawoll. Oh, krass, guck dir mal an, was da am Förderband läuft. Oh, dann haben die alle eine Kettensäge da dran, oder was ist das? Was, ist denn, was produziert der denn da? Ey, sind das endlose Gegner? Okay, hier gibt's auf jeden Fall ein paar Granatwerfer. Das mal auf jeden Fall Nietzsche. Ah. Oh! Okay. Dick by Duke. Fahrstuhl. Aha. Oh komm, jetzt lass mal einen Koffer jetzt hier. Aber gerne. Ja! Guck mal, ein Köfferchen. Oh, hallo, Alter. Na, schau mal, guck. Und eine Schulterstütze. Köfferchen schon mal drin. Schultern, damit sie Lasten tragen können. Und du nimmst ihn wohl beim Wort. Oh, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Also, wir müssen ja jetzt hier entkommen. Der Fahrstuhl wird ja jetzt hier nicht ohne Grund sein. Ja, wahrscheinlich müssen wir erstmal ein bisschen exploren hier irgendwie. Und dann wird sich uns der Weg schon offenbaren, denke ich mal. Ja, toll. Oh, das ist halt wie so ein U-Boot, wa? Irgendwie ein bisschen. Ja. Gut. Ja. Und ja. Eine Art Steuereinheit sieht leicht zerstörbar aus. Mann. Oh. Nicht gereicht? Schade. Dachte, das hätte gereicht. Aber nope. Also Heisi stellt hier seine eigene Terminator-Armee her mit Zombies oder mit, warte doch immer, Ghouls, immer für die Krepe ist. Oh, da wäre ich ja fast jetzt reingelaufen. Panel lässt sich nicht bedienen? Doch, ich hätte jetzt auch untersuchen gehen können. Ich wollte aber erstmal ganz kurz hier nochmal kurz schmuggeln, ob es hier unten noch was Schönes gibt. Okay. Oh ja, ein paar Gegner. Ja, und auch da muss ich sagen, sehr gelungene Gegner irgendwie. Ja. Ach, das war ein Magazinwechsel, ich habe mich gerade so ein bisschen erschrocken. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal hier nach oben. Gucken, was passiert, wenn wir das Panelchen auslösen. Gucken, was er uns denn hier sagt. Scheint nicht genügend Strom drauf zu sein. Okay, also wir müssen Strom einschalten. Damit wir an diese Tür kommen. Also suchen wir einen Generator. Ein Generator. Eines Generator. Quasi. Ja. Eine Karte wäre auch prinzipiell sehr geil von dem Objekt hier. Was können wir denn hier machen? Passt nicht. Okay, müssen wir irgendwas wieder einsetzen? Aha, hier haben wir ein bisschen Aliens. Lässt grüßen. Ja, in der Mitte haben wir noch schön. Ach du Scheiße, Alter. Ja, das scheint ja mal ein guter Skateboard-Unfall gewesen zu sein. Mein lieber Herr da. Okay, hier müssen wir auch irgendwas einsetzen. Oha, das wird ja ein Donner. Wir uns wahrscheinlich ein Symbol pressen, ne? Dann seid ihr verschlossen. Gut. Oh, sieht fies aus, ey.
Ich bin gerade so weggezuckt. So. Dass sie wirklich zwei Schüsse aushalten, ey. Das ist ärgerlich. Ja, musst du aufschneiden. Aufschneiden. Nee, Dietrich. Oh, doch nicht. Dietrich. Dietrich. Was haben wir hier? Ein Gelbquarz. Na gut. Na, der hat ja wenigstens 10.000 gegeben. Der gute Gelbquarz. Scheint kein Strom drauf zu sein. Strom. Nee, ach, krass, ja. Oh je. Oh je. Wer ist denn der? Oh nein. Ich will nie weiter. Nein, so eine Kettensäge da dran. Nee, ein Bohrer. Oh Gott. Oh Gott. Warum das denn, Alter? Ach, shit, ey. Haben wir den gebaut? Okay. Oh. Wo ist nochmal eine große Kiste? Reliefkokille. Mhm. Das können wir dann auch da unten einsetzen jetzt, wo wir gerade waren. Ich weiß das. Mach mal lieber an ihm vorbei schnell. Meinst du? Naja, was hier hinten ist Sackgasse. Komm mal her. Aha. Muss also sein. Den Sweet Spot. Weakness Point treffen. Kannst du ihn irgendwie durch Knieschüsse verlangsamen? So, warte mal. Ja, mal testen. So. Ausgeschaltet. Ist instabil. Oh ne. Okay. Er reagiert auf, ne? Wenn ich ihm zu nahe komme. Okay. Hand. Da. Okay, wir brauchen noch Material. Oder was? Ach nee. Och, ist alles schon da. Super. Ist, guck mal. Alles automatisiert. Willkommen bei Forged in Fire. Wettkampf der Waffenschmiede. So ein bisschen Angst, dass er uns jetzt hier gleich um die Ecke rumkommt. Danke. Was? Wie er sich freut. Also, er hat sich gerade bedankt. Ach, das war Ethan, war das. Das hat sich jetzt gerade wie Heisenberg angehört. What? Warum fallt ihr nicht mehr... Der letzte war nicht gut. Warum fallt ihr nicht mehr hin? Achso. Okay. Ich dachte jetzt gerade. Nee, oder? Oder? Bisschen so aus. Ach, musste. Oh, okay. Oh, krass. Eigentlich zu schade für die. Ich wollte gerade sagen. Das ist. Da gibt's wieder was Schönes. Kann ich hier? Nee, kann ich bestimmt nicht. Brauche ich dieses Pferdeschlüsselchen. Okay, warte mal. Nee. Souverän, Benny. Sehr souverän. Oh, hier ist noch einer. Na gut, der war da. Der, guck mal hier. Siehst du, hast du zu früh gelobt. Okay, hast du mich alle, ich nehme alle zurück. Ey, die Zielhilfe sofort wieder an. Da oben ist noch so ein Spöttchen. Ja. Okay. Alter, wer baut denn so eine Teile, Alter? Überleg doch mal, was du für Gussformen brauchst, um so ein Stück, um so eine Kurbelwelle da zu machen. Mitten in die verkackten Karpaten hier. Oh, was war das? Ich jetzt gerade selber noch nicht, was war das denn? Wo kommst du denn her? Lass mich mal hier in Ruhe. Lass mich vorbei, hab ich gesagt. Der spielt bestimmt gerade Resident Evil 7 VR. So. Huch, das ist ja noch einer. Nix da, VR ist vorbei.
Ja, die haben aber mehr Power jetzt, ne? Irgendwie. Ja, die haben merklich mehr Power. Vier Schuss mindestens aus. Ich dass da von rechts einer kommt. Ja, schade. Ich dachte, der Körpertreffer. So, wo ist hier die Kugel? Da ist die Kugel. There. Dankeschön. Jetzt kompletter Stillstand, ne? Nichts bewegt sich mehr. Ja. Nichts ist mehr. Achso, ich dachte, da oben wäre auch noch was. Aber nee. Dachte, da oben wäre auch noch ein Lämpchen zum Ausknipsen, aber nö. Na, dann geht's ja wahrscheinlich hier wieder durch. Währenddessen gucken wir erstmal hier, ob wir hier noch was Schönes finden. Ein schönes Gasleck. Aha. Okay. Von der anderen Seite verschleuchen. Ach du Scheiße. Oh nee. Es hat jetzt auch so ein bisschen was von Star Trek mit den Borg. Widerstand zwecklos. Aufschließen. Oh, ah! Da sind wir. Ba-bam. Hat ganz Schalz. Mechanische Teil. Zylindrik. Okay. Meinst du, wir müssen das jetzt hier wahrscheinlich. Ja. Den Reservegenerator anschmeißen, damit wir Strom kriegen. Ach je, müssen wir erstmal alles zusammenbauen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich, bevor ich das mache, weil ich habe nämlich Angst, dass die denn angehen. Ich denke auch, ja. Dass wir uns erstmal hier in Ruhe kurz nochmal kurz umschauen. Also, ich war auch zu bezweifeln, dass das eine Teil, was wir jetzt gefunden haben, ausreicht dafür. Ja, aber jetzt ist noch ein bisschen ruhig, ne? Also, jetzt könnte man ja noch so ganz ruhig hier gucken. Absolut, absolut. Kennst du diese Schränke noch? Ja. Oh, schön recycelt, wa? Ja. Im München. Oh, könnten wir ja auch überlegen, siehst du? Obwohl, wird er bei den Cyborgs da oben nichts ausrichten. Zahnrad fehlt. Fehlt ein Zahnrad. Achso, aber nicht der Zylinder? Zylinder reicht nicht aus, okay. Dann gehen wir mal hier oben. Another crate. Guck mal, Karte. Sehr schön. Und komplett mit Öl verschmiert irgendwie. Kann man gar nichts erkennen, aber hey, wir haben eine Karte. Sehr schön. Na, das ist ja schon mal was. Ah, okay, hier können wir dann zumindest aufschließen. Ja, jetzt wurden Abkürzung. Die reaktiviert, oder? Kann es sein? Ist das so rot? Und Zahnrad. Ach, guck mal. Müssen wir erstmal nochmal stanzen. So, haben wir hier auch noch was zum Lasen. Mechanischer Soldat. Modell Soldat. Version 1.0. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe Herz entfernt und Cardio angepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschocks erfolgreich. Hirn tot, daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert. Danach Stillstand. Mechanischer Soldat. Modell Soldat. Version 1.01. Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1. Kampf gegen Lykans. Können wir mal ganz kurz mal... Ist das Lykans? Normalerweise ist doch... Sagen wir mal Lykaner. Ne? Wurden nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Mechanischer Soldat. Modell Soldat. Version 1.10. Habe Unterarm mit Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend. Mit lebenden Körpern versuchen. Mechanischer Soldat, Modell Soldat, Version 1.15. Cardio-Reaktor in Brust implantiert. Deutlich verbesserter Output. Experiment 2. Kampf gegen Lykans innerhalb einer Minute. 3 Lykans zerstört. Wow. Gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors.
Könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelt Funktion einstellen. Okay. Okay. Dann schauen wir mal, ob die jetzt aktiviert werden nachher. Ich hoffe nicht. Ich hoffe ja, dass das auch da hinten. Ah, da, 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 da. Oh, je. Na gut, komm mal mit. Jetzt kurz mal was gucken. Ah, Liebe ist okay. Wir halten ein bisschen was aus. Wo ist er hin? Ah, da oben. Oben läuft er. Oh, falsche Seite. Da wollte ich gar nicht hin. Nice! Dankeschön! Wehe, jetzt kommt hier noch einer raus. Rastisch aus. Naja, stimmt. Im schlimmsten Falle folgt er dir. Kleine Mistmale. Hält sich aber auch direkt davor, oder? Lalala! Rar. Na, komm, wir spielen mal ein bisschen hier Wriggle Pete's mit anfassen. Hallo! Oh, war nicht gut. Nee, nee, nee. Was sich zu viel bewegt. Ach, schon wieder. Beweg dich nicht so viel. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich so gekillt kriege, oder? Was ist das eigentlich? Also. Laut des Schiebs jetzt gerade? Ja, aber wie viel Schuss hält der denn aus? Ja, ist halt ein Dicker, ne? Und du schießt mit einer Pistole, also... Schießt! Ei, und explodiert. Oh, da muss man... Menschliches Herz. Kristallines Herz. Wunderbar. Sollte man vielleicht auch nicht außer Acht lassen, dass die nachher explodieren, wenn sie fallen. Ja, das kann man auch für sich einsetzen, in später mal vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob die anderen... Ja, hoffen wir nicht, dass die aktiviert werden. Ich höre doch da schon wieder was, oder? Komm. Großes Zahnrad. Scheiße. Schichtende! Ich hoffe nicht. Ach, scheiße. Komm. Leck mich! Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück verbünden. Wirklich, wirklich enttäuschen. Oh, warte mal. Sie hat mich. Und ah, okay, das war eigentlich blöd. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. Okay, warte mal. Gibt die hier mehr? Wir ihr dienen. Kannst du dir diese Dienstung überhaupt vorstellen? Ich bin nicht wie meine Geschwister. Ich will frei sein. Guck mal, das Stromaggregat, dreh mal um. Ja, warte. Also brauche ich Macht. So viel wie nötig ist, sie zu vernichten. Aha. Sind die Früchte meiner Macht. Die Starken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Krankes Arsch. Mich ich eigentlich immer? Okay. Schrotflinte ist auf jeden Fall effektiv gegen die Viecher. Warte mal, kann man die eigentlich auch mit dem Messer kaputt machen? Spart mal ein bisschen Munition. Ein bisschen.
Aha, hier sieht's aus. Gleich wieder welche kommen. Die Mine wäre doch jetzt mal geil. Ja, deswegen sag ich ja, das würde ich jetzt gerade mal ausprobieren. Mal hier. Gibt's sogar noch einer. Immer noch einer. Ja, weg, 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 weg. Ist ja auch alles wirklich sehr labyrinthartig gebaut, wa? Irgendwie. Ja, man kann sich hier super schnell verlaufen. Also für mich fällt es auch extrem schwer, die Orientierung zu behalten. Gut, hier war nichts weiter. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Oder sind wir von hier oben gekommen? Natürlich nicht. Nee. Bitte? Oh, er hat sogar zwei. Oh, 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 oh. Sieht ihn nochmal so eine Mine an. Ja, warte. Ja, ich drücke mal die falschen Tasten. Warte. Ich nehme die Snap. Warte schon halt. Wie, eine Mine und er ist weg? Oder wie, oder was? Und soll die jetzt eigentlich nochmal einsammeln? Ja, geil. Das ist natürlich cool. Wenn sie wenigstens jetzt nicht verschwendet. Die ist doch wirklich... Eine Mine, er ist weg. Okay. Nehmen wir das mit. Hier gibt's den nächsten... Raum. Jetzt können wir hier nämlich auch Knöpfchen drücken. Wenn jetzt hier nicht einer abgelassen wird. Okay, okay. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir den Granatwerfer ja noch richtig schön ausprobieren können. Zum Schluss, weil ich gehe mal davon aus, dass wir am Ende dann wahrscheinlich einmal gegen alles kämpfen müssen. Ne. Lies mal auf die Spulen jetzt. Warte kurz. Okay, es ist dann dadurch. Okay, warte. Gehen wir mal hier lang. Machen uns den Spaß. Okay, cool. Habe ich bestimmt noch eine Mine rumliegen lassen. Ja, genau. Sammeln wir natürlich wieder ein, ne? Wir lassen ja hier nichts liegen. Da merkt man aber wirklich, die ohne Spot, die sind deutlich schwächer, ne? Okay. Ah. Wow. Oh, jei. Wo kam er denn her? Propellerhead kommt. Scheiße. Okay. Kommt aber hier durch. Wir drücken mal ganz schnell den Knopf. Hier geht's nach oben. Da gibt's den Knopf. Ah! Cool. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Ja, anscheinend müssen wir dann irgendwie, weil jetzt haben wir ja hier den unteren Part anscheinend irgendwie durch. Jetzt gibt es hier den Part. Also es sind anscheinend so mehrere Ebenen, die wir dann einmal alle durchspielen müssen. Liegt noch einiges vor mir. Ja, da liegt noch einiges vor uns. Da sagst du was, mein Freund, da sagst du was. Gibt es denn hier noch irgendwas, was ich abschießen kann? Irgendwelche Ziegen? Ja, viel Spaß beim Suchen, Alter. Das ist also in dem Objekt hier, Alter. So, erstmal hier wieder gucke. Ach, guck mal. Schön, der Tunnel.
Ich dachte eigentlich, dass die Lykaner auf den Heisenberg hören. Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. Na. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Sieben Zwerge. So, jetzt mal hier den Steven. Das war jetzt der Steven, ja? Das war der Steve. So sieht's aus. Okay, ein paar Rohrbomben. Nice. Na, hier haben wir ja noch ein paar von den sieben Zwergen. Bohrer, Alter, ey. So, willkommen beim Eurotunnel-Projekt. Rechts neben uns steht auch einer. Bohrer. Da. Ach, da. Hm. Also eigentlich greifen die uns ja jetzt gerade nicht an. Oh, jetzt schon. Scheiße. Ich bin ein kleiner Trickster. Muss den wirklich das scheiß Visier runtermeißeln, ne? Warum? Na, weil dann sind sie erst wirklich anfällig. Wieso, der hat da hier auch keinen. Achso, schade. Der ist schon weg. Der hat auch noch sein Visier drauf. Nee, der hat's da abgeschossen. So. Ein Dietrich. Hurra! So, gehen wir noch zum Bohrer zurück, bitte. Auf die andere Seite vom Bohrer und die gucken wir nach unten. Nice. Was war das denn? Fragment. Schade, ich dachte, wir finden endlich mal das Teil für die Halskette. Aber sieht nicht so aus. Schade. Hm, ein paar Spinnenweben. Okay, 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 okay. Bäh. Bäh. Oh, der Ethan, Alter. Oh. Ganz viel Crystal. So. Was haben wir denn bis jetzt überhaupt geschafft? Wir haben jetzt Strom angemacht, ne? Wir haben jetzt... Das war's eigentlich, oder? In der untersten Etage, also da ist ja nicht für ein Schredder. Schade. Wir haben Strom angemacht, genau. Das war eigentlich so das Essentielle, was jetzt unten passiert ist. Ja, so wird das mal fies, wa? Das ist jetzt, Oh, Essensglocke läutet. Nein, da wollte ich nicht schießen. Jetzt wollte ich schießen. Din, 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 din. Da waren wir schon, okay. Woppa! Woppa! Okay, warte. Freunde, wir haben zwar nur noch zwei Minen, aber diese zwei Minen gehören euch. Nummer eins. Nummer 2. Ah. Was ist denn jetzt? Oh. Schade, ich dachte, er killt damit den anderen, aber nope, hat leider nicht. Stellt sich denn der Heisenberg da für eine Armee zusammen, ey? Tja, wir waren eine sehr kranke. Okay, 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 okay. Gleich haben wir hier noch den letzten Part.
Und jetzt können wir bestimmt da hochklettern, ohne zerberstet zu werden. Richtig? Richtig. Klassiker. Okay. Das sieht doch aus wie nicht gut. Hab's hier unten noch was? Irgendwas? Leider nein. Vorteil. Oh Mann. Das ist mega groß. Was haben wir hier? Achso, jetzt werden wir wahrscheinlich hier die anderen Endgegner haben, die Robocops. Ja. Modellverbesserung. Modell Soldat Jet. Habe ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an ein Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeit. Langstreckenflüge nicht möglich. Aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Mobilitätsverbesserung. Modell Soldat Panzer. Habe eine Schutzhülle aus Aluminiumlegierung an einem Soldatenmodell angebracht, um Brustreaktor und freiliegende Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er regulären Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge. Weiterentwicklung nötig. Ach komm, ey. Am Ende kommen wir doch. Ach ey, das ist doch schon wieder scheiße. Ja, das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr munitionslastig hier, das Level, ne? Irgendwie der Abschnitt. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Variationen er noch gebaut hat oder auf die wir stoßen. Ja, Propellermännchen haben wir ja auch noch, oder? Ja. So, wo sind wir hier? Aha! Oh, schön. Wofür wir auch immer das brauchen. Ja, okay, kann vielleicht ich das eine Kugel nachher gemacht für das Murmelspiel. Kann ich jetzt hier das Ding hier kaputt machen? Legiert. Mensch, da. Nee. Schade. Wenn ich das schon wieder höre. Ist ein bisschen windig. Genau, das habe ich mir nicht gedacht. Ach, du Scheiße, Alter. Schnell. Oh, schieß! Oh, super. Gut reagiert. Du meine Nase. Das war knapp. Ah, da ist ja der Balkon, wa? Was? Balkon? Wo? Na, hinter uns jetzt, quasi. Ja. Da ist auch noch eine Ziege. Wir haben eine Ziege gefunden. Nice. Dann gehen wir mal hier durch. Ach du Scheiße, Alter. Ich muss hier runterspringen? Ist der jetzt denn? Achso, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich muss ja hier bestimmt aufs Rohr oder so. Ja, Leiter wieder hoch. Alter, wer baut denn da oben ein Ventilrad? Oh, dezent rostig, das Ding. Nee. Oh, flüssige Chemikalie. Flüssig. So, wir wissen nicht, was dieser Knopf macht, aber wir drücken ihn. You don't know what this big red button does. Nicht but mehr you push lange, it. Und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge. Ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan. Du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat.
Willst Rose? Ja. Versuch's doch. Hm. Oh, ein paar Dinger gefunden hier. Du könntest recht haben mit der Kugel, wa? Dass wir uns selbst unsere eigene Kugel herstellen für dieses Wankel-Ding-Instrument. Aber wir haben es ja auch noch nicht mehr gefunden, ne? Es geht noch weiter? Nee. Das hört gar nicht auf. Guck mal, hier ist wieder der Duke, den wir uns holen können. Jetzt haben wir alle Etagen, zumindest wo der Duke hin kann, einmal durch. Naja, man könnte ja mal überlegen. Also wir müssen jetzt sowieso wieder runterfahren und quasi in die Form eingeben. Ja, weil wir genau, wir müssen ja den Schlüssel machen. Und das haben wir. Das haben wir. So, was nehmen wir da jetzt erstes? Wir nehmen erstmal den Schlüssel. So ein Werk unter ein Sägewerk. So, und? Kugelkugel. Ja, dann ist das auf jeden Fall für die Kugel. Die Farben sind echt nice, ne? Jo. Kugeleisernes Pferd, okay. So, schön. Hier unten war doch auch noch eine Tür, ne? Mit diesem Pferdesymbol, oder? Da. Und zwar, da. Wir müssen jetzt nach Heisenbergs links. Unterkunft achten. Ja, das schon durchglitscht. So. Mit Absicht jetzt extra die Dings nicht kaputt gemacht. So. Lei. Und Köfferchen. Die Welle. Teil, Welle. Okay. Und wahrscheinlich hier hin, oder? F. Ja, das ist halt so ein Operationssaal, ist halt doch schon mal wichtig da in der Bumsbude. Ach, Kinder, nee. Ja. Die stehen doch bestimmt alle gleich auf. Natürlich, ja. Man könnte. Ach du Scheiße, Alter. Hoffen wir mal nicht, wa? Schade, ich dachte, wir hätten jetzt. Oh, jetzt hat mich das Ding hier erschrocken, ey. Oh, ich dachte jetzt. Ja, die stehen auf jeden Fall auf. Mindestens einer. Oder so. Okay, warte. Da. Komm her. Tschüss. Nee. So, jetzt aber. Was mit dir? So, was finden wir denn hier? Operationsprotokoll Wiederbelebung. Das ist mein 18. Versuch. Bam. Langer Lauf für Objekt die Mangel. Ist Osten. Oscar, Stalljunge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einen Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Genau. Ausgezeichnet. Kado haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Leite jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. Na los. Man muss es klappen. Ja! Großartig! Meine Kreation! Endlich! Endlich krieg ich dieses Miststück dran! Protokoll Ende. Mhm. Ja, Frankenstein lässt grüßen. Alter. Oh. Gott. Jemini.
Nee, da gehen wir doch mal. Genau, wir haben jetzt alles. Okay, tschüss. So, jetzt ist die Frage. Was versteckt sich hinter Tor B? Lass uns mal schauen. Ein Konstrukt, ein Türkonstrukt, ey. Wahnsinn. Okay. Ist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Okay. Wartet auf dich. Okay, jetzt wird wohl Propellerhead. Warte, machen wir gleich. Propellerhead? Warte mal, dafür statten wir uns erstmal hiermit aus. Laden erstmal nach. Laden auch die andere nach. Sehr gut. Und wechsel wieder auf Brand. Ja, es hat alles hier, ne? Muss so haben. So, jetzt lesen wir uns das hier nochmal kurz durch. Prototyp-Modellsturm. Aber eine billige Propellerturbine verbaut. Aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Denn Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen, allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seinen eigenen Arm abzusägen. Oh Gott. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Fazit, auf ganzer Linie ein Misserfolg. Gut zu wissen. Also von hinten. Genau. Und wenn er zu lange eben halt an ist, dann überhitzt er. Dann hat man genug Zeit, ihn wahrscheinlich wegzuschießen. Okay. Boah, ist alles sehr eng hier. Ich glaube, hier drin wird er wahrscheinlich nicht kämpfen. Irgendwie. Das ist wahrscheinlich... Vergiss, was ich gesagt habe. Scheiße. Tampa? Warte. Aha. So, warte. Er steckt denn fest. Ist ja interessant. Okay. Ausrüsten. Lad nach! Nachts. Ja, komm her. Ja. Oh, krass. Oder tja, ist eigentlich nur Glück. Kann ich hier eigentlich durchrennen oder kriege ich Schaden? Ich glaube nicht. Eigentlich könntest du hier schön die Shotgun hinten aufsetzen, sobald er stecken bleibt irgendwie. Alter, was ist mit ihr verkehrt? Er überhitzt jetzt, ne? Das war's? Das war's. Okay. Komplexes Herz. Das war mal okay.